Servus. Hi. Wir haben da zwei Kopfhörer, wir hören jetzt 6 oder 7 Tracks von euer erster Eindruck. Und ich bin gespannt, was uns auf die Ohren gepumpt wird jetzt auf jeden Fall. Amen. Die erste Stimme, wenn man dachte, das ist Bonaparte, aber dann... Was? Der fang oben nur mit einem, Vocal. You gotta be... Das hört sich irgendwie Bonaparte, der Kollege aus. Mit der Anklappe und so. Der Punk-Dude. Ja, ich mag das, wenn das so ein bisschen so analog einfach ist, wenn es ein bisschen aufgemischt ist. Wie meinst du auf? Ja, wenn es einfach, Live-Schlagzeug sie einfach mit synthetischem Schlagzeug vereint und ein bisschen steinern. Das macht es irgendwie. Gerade bei der Nummer, glaube ich, wichtig, einfach für das Jazz-Feeling, weil das ist eine jazzige Nummer irgendwo. Es hört sich immer nur so irgendwie nach der Zeit an, aber es hört sich nicht so alt abbacken oder so, sondern es ist. Ein bisschen fresher einfach, das merkt man bei denen. Aber zeitlos, also der Song kann 20 Jahre alt sein. Ja, kann aber auch von vorgestern sein, also cool. Da darf mich auch nicht wundern, wenn das was Nice ist, weil so auf 80er sind die macht so. Am Anfang kommt es so ein bisschen daher wie so Italo-Pop, sag ich mal, aus den 80er. So Gianna Nannini oder was, der ist vom Sound her. Kann aber auch von der Musik her von Metronomy sein oder so, aber von der Stimme nicht. Also überhaupt, das ist nicht neu. Das ist aus den 80er. Behaupte jetzt einfach mal. Ohne dass ich mir dann so, ja. Ja, ich konnte es nicht sagen. Ich glaube eher, dass doch was Aktuelles ist. Aber was ich garantiert sagen kann, ist, dass man das nicht anhören darf. Wenn das Metronomy interpretieren hat, dann darf es jetzt schäbern. So. Und dann darf man es auf jeden Fall anhören. Ich bin ganz anders, ganz speziell. Ich bin ein Serienmodell. Society? Cool. Ich finde, das erinnert an Zweiraumwohnungen, obwohl die anderen Tracks von Haiti eigentlich gar nicht so haben wie der. Muss ich aber Autotune immer am Ende von der Zeile hochziehen. Dann wieder Robin und. Du hast gelacht zumindest. Ja, weil es einfach so spackig finde. Ich raff's einfach nicht, was jetzt da so dahinter steckt. Das liegt vielleicht daran, dass ich einfach dann irgendwie vielleicht einfach zu oldschoolig bin oder so. Aber es gibt einfach sau coole Autotune-Geschichten. Aber Zweiraumwohnung. Irgendwie auf 2018. Mir ist so. Genau speziell der Track von Haiti am angenehmsten von allen anderen, weil er nicht so stressig ist wie die anderen. Schmeiß alles rein! Mach was raus! Das ist Olli Schulz. Mein abgefucktes Leben lässt sich nicht mehr schön reden. Ich bin ziemlich hoch verschuldet und werd nur noch. Kann da Udo Lindenberg sein. Also ich da davor. Olli Schulz Konzert nur deswegen gehe, weil ich gespannt drauf war, was er zwischen die Tracks labert. Na, der ist schon super vor der Kamera und wenn er auch super bei der Berlinale die Leute anpöbelt, das mag ich sehr gern. Das ist sein Charakter, der drin steckt. Aber ich finde es einfach besser ohne Musik. Hey ho, where did you go? Did you wriggle or roll? Did you giggle or grumble? Das ist aber nicht Woodkid, oder? Bin ziemlich cool. Cooler Break. Voll viel los die ganze Zeit. Aber ein bisschen unaufgeräumt. Würde ich gerade sagen, ist aber das Stimmen wird auf einmal lauter, dann wird es wieder leiser, verschwindet wieder im Mix drin. Aber irgendwie ist es trotzdem. Ein bisschen übernommen mit dem Sample. Aber trotzdem geil, dass unaufgeräumt ist, aber man konnte es trotzdem irgendwie ganz poppig holen. So. Aber irgendwie kommt das Schlagzeug nicht durch die Unaufgeräumtheit. Das ist ja auch kein Hip-Hop, ne? Ich finde schon, dass das gut schippt. Drums-mäßig. Das ist nicht immer so boom, chuck-mäßig, aber. Da darf ich echt überlegen, ob ich mir den dann auch bei Spotify safe und da für meine Listen. War eine gute Nummer, auf jeden Fall.